Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. In diesem Video zeige ich euch wieder ein herbstliches Törtchen, daher auch der Titel Herbsttörtchen 2.0. Ich habe letzte Woche schon eins hochgeladen mit einer anderen Dekoration. Und zwar hier bin ich vorgegangen, habe ich mir einen ganzen Rahmen Biskuit hergestellt, dieses mit Ganache gefüllt und danach die kleinen Törtchen ausgestochen. Die sind circa 7 cm hoch und 9 cm im Durchmesser. Die werden jetzt hier noch mit einer Marzipanplatte zugedeckt. Dies ist rein aus geschmacklichen Gründen. Danach mit etwas Ganache auf der Seite eingestrichen. Man sieht, ich kann die problemlos so hochheben. Auch oben schön am Marzipan anfassen. Das ist wirklich ein System, das sich sehr gut bewährt hat in der Praxis. Vor allem, wenn man Serien herstellen will. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich bei euch nicht allzu oft vor, außer ihr verkauft die Torten oder vielleicht zu Weihnachten, wenn ihr diese verschenken wollt. Aber dann seht ihr mal, wie das so funktionieren würde. Dann einschlagen mit Rollfondant. Schön abschneiden bei Schokoladensachen, man sieht es jetzt hier, wie Ganache ist das Problem, dass der weiße Rollfondant, wenn man es mit weißem Rollfondant einschlägt, sehr sehr schnell dreckig wird und man ihn dann ja nicht mehr verwenden kann oder nur mühsam wieder reinigen kann. Mein Tipp, schneide großzügig raus, dass ihr so viel Weißes wie möglich noch verwenden könnt. Und das, wo euch schmutzig geworden ist, braucht das zum Einfärben von anderen Farben. Je dünkler, desto besser, man sieht es dann nicht mehr. Das mache ich hier jetzt auch so. Den Rollfondant, der mir dreckig geworden ist, färbe ich jetzt hier einfach braun ein. Ich verwende hier Gelfarben. Und man sieht es, ich habe es nicht ganz durchgefärbt. Ich will es so marmoriert wie möglich haben, damit es eine schöne Holzmaserung dann entsteht. Hier mache ich den Ast, der seitlich rauskommt. Da auch wieder den Rollfondant ausgerollt, den ich mir eingefärbt habe. Schneide mir so eine Gabel raus und drücke mir dann noch die Holzmaserung. Die kann man sich auch einkerben. Aber wenn ich schon eine Vorlage habe, benutze ich sie natürlich. Dann auflegen. Durch das frische Einfärben des Rollfondants ist er noch ziemlich weich und das hält mir gleich hier so auf dem Törtchen, ohne dass ich es mit Zuckerkleber ankleben muss. Da muss auch nicht von mir aus gesehen jedes genau gleich sein. Ich kann mir das natürlich abmessen. Habe ich hier darauf verzichtet. Ich will, wie halt mein Dekorationsstil ist, das immer so lebendig wie möglich gestalten und es darf auch gewisse Unterschiede dürfen da, ja, darf man wirklich sehen. Ich merke gerade, dass der Tisch da extrem gewackelt hat, ist mir beim Herstellen gar nicht aufgefallen, jetzt erst, wo ich das Video bearbeite. Dann lege ich mir Blüten auf, die ich mir vorbereitet habe, also Blätter, die ich mit Rollfondant ausgestochen habe und dann geairbrushed im Nachhinein. Wenn ihr wissen wollt, wie mit dem Airbrush Blumen ansprühen, dann guckt euch da auch das andere Video an zum Herbsttörtchen, dort habe ich es detailliert erklärt. In diesem Video habe ich darauf verzichtet. Ich werde euch das hier noch verlinken. Man sieht jetzt hier, ich klebe es wieder an, damit mir die Blüten wirklich gut halten. Und da, man sieht es, ich gehe über den ganzen Baumstamm, wenn man das so nennen kann,
und lege mir dann die Blüten so hin, wie ich sie gerne haben möchte. Ich streiche mir hier den ganzen Stamm an, damit er dann im Endeffekt beim Endprodukt auch schön glänzt. Und dort, wo ich die Blüten habe, wird es ja abgedeckt. Also es gibt noch einen positiven Effekt, wenn ich gleich alles anstreiche. Was ich jetzt hier noch gar nicht gesagt habe, unten den Abschluss habe ich mir natürlich mit einem braunen Band gemacht, das circa 1 cm dick ist, um hier einfach einen schönen Abschluss unten am Boden zu erhalten. Denn vor allem bei so Serienarbeiten ist es sehr, sehr schwierig, jedes wirklich perfekt auf den Punkt einzuschlagen. Daher, ja, mache ich mir eigentlich den Abschluss danach mit so einem Band. Dann wird das Ganze noch abgedampft. Das ist noch eine coole Methode, die ich erst neulich gesehen habe beim Cake Boss, damit die Törtchen dann auch schön glänzen. So ein Dampfgerät hat mich 15 Euro gekostet, habe ich mir an der letzten Cake-Messe geholt. Finde ich wirklich noch cool und der Effekt ist wirklich, wirklich, wirklich gut. So, das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Falls du Fragen hast, schreib mir das in die Kommentare. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das hier tun oder besuch mich doch auf Facebook. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Euer Marcel von Einfach Backen.